Hallo ihr Sümmlinge, willkommen zurück zu Total Feel Good mit einem absolut geilen Lied und natürlich der 100 Baby Challenge. Wir haben die Kinder zur Schule geschickt. Wir werden gleich mal festlegen, dass die Kinder in der Schule Freundschaften schließen, weil das haben wir ja in dem letzten Part schon so ein bisschen ausgedacht, dass die Kinder ja gar keine Freunde haben eigentlich. Und das müssen wir natürlich ändern. So, wir verkaufen unseren Müll. Und wir fangen, würde ich sagen, direkt an. Was macht Niki? Okay, du musst nicht schwanger Sport machen. Das muss nicht sein. Du kannst gleich erstmal nochmal den Kinderkanal schauen. Denn wir erhoffen uns dadurch ja wieder Mehrlinge, Zwillinge oder hoffentlich mal Drillinge. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Wir hatten ja bis jetzt zweimal Zwillinge. Aber Drillinge waren noch gar nicht. So, der Manuel ist an der Reihe. Er muss einen Vortrag vor der gesamten Klasse halten. Soll er den Vortrag aufpeppen oder das machen, was die anderen halt auch machen? Ich glaube, wenn wir alles geben, dann sind die anderen neidisch. Ich glaube, das Minimum war das Richtige hier. Genau, und wir haben eine Leistungsverbesserung erhalten. Perfekt. So ist das doch toll. So, Niki schaut jetzt den Kinderkanal. Und, ja, ich finde den eher verstörend, wenn man hier so zuguckt. Ach, hier, voll Thriller. Cool. Na, das war ja echt lustig gerade. Diese Tanzeinlage, die kannte ich irgendwo her. So, was haben wir denn hier im Garten? Genau. Wie lange dauert es denn eigentlich noch? Drittes Trimester in 5 Stunden. Also wir haben definitiv noch etwas Zeit. Also kann die Niki sich danach mal um den Garten kümmern und alles ernten. Jack hat Melia in der Schule getroffen. Das ist schön. Da haben wir schon die erste Freundschaft. Manuel hat Dominik in der Schule getroffen. Auch nicht schlecht. Und hier können wir mal die Pflanzen gegen Käfer einsprühen. Und hier die schreien nach Wasser. Das machen wir auch mal. Und wie sieht's denn aus bei unserem Simbaum? Nee, hier ist... Hier können wir nur jeden. Jeden haben wir noch nicht gemacht, würde ich sagen. So, was machen wir jetzt so lange noch, wie die Kinder in der Schule sind? Niki will mit jemandem flirten. Stimmt, wir können hier weiter dran arbeiten, dass wir unsere Lebenszeitbelohnung fertig bekommen. 8 Freunde oder Freundinnen gehabt haben. Okay, dann würde ich mal sagen, laden wir mal jemanden nach Hause ein. Wie nehmen wir da? Waren wir mit dem Sam schon zu... Sam, ich weiß es gar nicht. Bernie, Tom Hardy, der kann uns mittlerweile nicht mehr leiden. Ich glaube, ja genau, mit dem hatten wir in dem letzten Part die Beziehung begonnen und dann haben wir den eiskalt abserviert. Ja, bei ihm sieht es doch gut aus. Bei ihm haben wir, glaube ich, gute Chancen, dass wir ihn als Freund kriegen und dann wieder abservieren können. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Ich muss nochmal fix gucken. Von wem die Kinder waren, die letzten? Ups, da gehen wir mal hier hin. Nee, Quatsch, hier auf. Genau. Von wem waren die letzten Kinder? Das muss ich mir nämlich noch notieren. Ich hänge da ein bisschen hinterher. Jack war von Paolo Rocca. Ah, also hatten wir doch schon Kinder von ihm. Was ist das? Hendrik? Die beiden waren von dem Jack. Genau, Jacques Lechine. Und Lara ist von Björn Bjergsen. Hannah war von Tyler Peschkes. Okay, gut. Da muss ich meine Notizen definitiv mal nachholen. Oh nein, Niki, gieß schnell, die Blumen sehen nicht gut aus. So. Ist das Lied noch da? Nee, das ist ein anderes. Schade. Wir werden mal schauen, was Niki jetzt so im Inventar hat. Bei den Kindern können wir gerade nicht gucken. Die sind ja in der Schule.
Und dann werden wir mal hier so einiges verkaufen. So. Du, 360, das war gut. So. Also, wir beschleunigen das Ganze mal, dass wir. Halt, 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 halt. Du, genau du. Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Was macht man? Irgendwas, was nicht gleich so krass ist. Kompliment über Aussehen machen. Okay. Bleib mal stehen, lauf nicht zu weit weg. Wir wollen gleich was von dir. Wenn Niki mal hinmacht hier. Ah, die müsste gleich fertig sein. Aber der bleibt ja schon stehen. Da braucht man nämlich nicht extra jemanden zu uns rufen. Jack ist aus der Schule zurück. Frei. Warum ist Jack schon aus der Schule zurück? Die sind alle schon aus der Schule zurück. Warum? Okay, es ist Tatsache schon 15 Uhr. Wo ist gerade die Zeit hingerannt? Und ich merke gerade, wir haben Wochenende. Jawohl, jetzt haben wir wieder etwas mehr Zeit, um uns hier um die Bedürfnisse zu kümmern von den Kindern und ja, um die Fähigkeiten zu verbessern. Und was ist, wir gucken mal. Zweier-Oberschüler. Und er, genau, um ihn brauchten wir uns nicht mehr kümmern. Hanna hatten wir trainieren lassen. Hanna kann weitermachen. Training. Und Jack. Jack, der muss, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Spiegel flirten und seine Charismafähigkeit. Oder was hat er denn alles? Sozial, okay. Vielleicht ist ja hier drüben jemand. Genau. Jack, du kannst da mal mit der netten Alessia hier ein bisschen quatschen und damit müsste eigentlich deine Sozialfähigkeit dann auch auf Level 4 sein und somit kannst du dann auch ohne Probleme altern, wenn du dich in der Schule verbessert hast. So. Niki, wo ist er denn jetzt hin? Och, warum bist denn du traurig? Familiensehnsucht, okay. Die sind doch alle da, warum hat sie Sehnsucht? Und wo ist unser Typi jetzt hin? Jetzt hat er sich Tatsache vom Acker gemacht. Okay, also müssen wir jetzt wirklich jemanden anrufen, der zu uns kommt. Und da nehmen wir nochmal. Wer war das? Wer war das? Hier, Brawny Man. So. Ey, ja, hier, du, wie sieht's denn aus? Ich habe Sehnsucht nach dir. Kommst du mal vorbei? Ich wüsste schon, was wir machen können. Brawny wird gleich da sein. Und da ist er schon. Wie auf Abruf, als hätte er gewartet. Und vor allem, das ist wieder die Sims-Logik. Er geht, rennt an uns vorbei und geht klopfen. Ja, genau. Los, küss ihm mal die Hände. Und wir wollten mit jemandem flirten. Also können wir das gleich mit ihm machen. Ein Flirten und wir hauchen ihm mal einen Kuss. Und dann bitten wir ihn, dass er unser Freund ist. Also, wie gesagt, das ist ja eigentlich in der 100 Baby Challenge verboten. Das machen wir mal weg. Aber dadurch, dass Niki das Bestreben hat, 8 Freunde zu haben, ja, machen wir da mal eine Ausnahme. 4 von 8. Okay, super. Einer mehr. Und da das gerade so romantisch ist, werden wir mal ein bisschen aufreizen, vor ihm posieren und ihn in Stimmung bringen. Was wollen wir denn? Brawny knuddeln und jemanden einen schmutzigen Witz erzählen. Das können wir auch noch machen. Knuddeln, knuddeln, knuddeln. Hier haben wir's. Und einen schmutzigen Witz erzählen. Das ist, glaube ich, heute lustig. Schmutzigen Witz erzählen. Und jemanden umarmen. Manuel kann jetzt tanzen. Na, das ist ja super. So, Niki will natürlich wieder eine Gruppe zusammenrufen hier, aber das wollen wir nicht. Inspiriert werden. Techtelmechtel mit jemanden. Na los, auf geht's.
Heute wählen wir mal den Schrank, da das ja den einen Tag nicht geklappt hat. So, ich hoffe, er ist angetan davon, von der Idee, ein bisschen rumzutächteln. Jawohl, und es geht los. Es geht los. Es geht los. So, kommt mal schnell her, ihr Turteltäubchen. Hoho, der geht ganz schön ran. Und rein da. So, aber bitte lass den Schrank ganz. Den brauche ich noch. Da sollen noch ganz viele Babys drinne gezeugt werden. Und deswegen lass ihn bitte ganz den Schrank. Das geht ganz schön heiße Sache hier. Also, Wahnsinn. Na, wann sind es denn fertig? Das dauert ganz schön lange hier. Leute, ihr könnt so lange machen, wenn ihr ein Baby macht. Aber doch nicht bei Techtelmechtel. Boah, Stunden später. Oh, Niki ist jetzt sehr kokett. Alles klar. Ein Dateplan? Inspiriert werden? Genau, Niki. Du kannst ja jetzt mal nachdenklich duschen gehen, damit du inspiriert wirst. Dann können wir ihn hier mal wieder kusch weg. Bitten zu gehen. Warte mal, das machen wir erstmal. Bitten zu gehen. Und dann gehen wir nachdenklich duschen. Müssen wir eigentlich mit ihm Schluss machen? Können wir nicht mehrere Freunde zugleich haben? Das wäre ja eigentlich voll lustig. Wer bist du? Ach, hier unsere Lara. Lara, bleib stehen! Das ist unsere Lara, die ist jetzt in dem letzten Part ausgezogen. Die ist erwachsen geworden und steht jetzt auf ihren eigenen Beinen. So, ist er jetzt weg? Also hier ist er nicht mehr. Hier ist er auch nicht mehr. Ach, da geht er. Okay, er ist weg. Wir haben ihn erfolgreich aus der Wohnung eliminiert. Und die Kinder, die fahren schon wieder voll auf die Wasserrutsche ab. Die machen hier Party im Garten. Ich finde das voll cool, dass sie die so aktiv nutzen. So, wie sieht's denn aus? Du warst soweit fertig. Hanna, können wir hier endlich mal Seife hinzufügen? Das haben wir noch gar nicht gemacht. Rutschen, nein. Wo können wir Seife hinzufügen? Das gibt's doch nicht. Rutschende Sims beobachten. Sie rutscht doch gerade alleine. Wie soll sie da andere beobachten? Also manchmal versteht man das hier nicht. So, Niki, wie sieht's denn aus? Sie duscht immer noch. Und warum bist du nicht inspiriert? Warum? Eigentlich wären die Sims inspiriert, wenn sie nachdenklich duschen. So, wer ist unser nächstes Opfer? Hier, Dominik Bauer. Los, komm. Jetzt laden wir ihn mal ein. Also, das wird heute ein Willst du mein Freund sein Part? Genau. Bitte sag nicht nein. Ja, er wird gleich da sein. Manuel, der kann sich hier mal um den Garten kümmern. Die Blümchen weiterentwickeln. Warte mal. Halt mal ganz kurz still hier. So, Niki. Du kannst ihn gleich mal kokett begrüßen und ihm eine Rose anbieten. Und die Hände küssen. Also, wir wollen das... Ich will das Bestreben wirklich so schnell wie möglich hinter mich bringen, um endlich dieses Merkmal zu bekommen, dass wir nicht mehr so viel ins Bett müssen und schlafen, aber halt generell langsamer müde werden. So, Manuel, hier drüben war, glaube ich, noch was. Die Bananas. Nee, hier die Simbäume. Die können weiterentwickelt werden. Ich hätte doch gerade noch was geblinkt. Hä, bin ich jetzt doof? Naja, okay. Geh weitermachen. Geh weiter rutschen, was auch immer du gemacht hast. Roman Türk. Einen Kuss hauchen. Also hatten wir mit ihm auch noch kein Kind. Okay, interessant. Aufreizen, posieren.
Och, läuft das bei ihr dreimal Kreise durch die Tür. Und er findet es toll. Ich weiß nicht, ob wir ihn mal zu einem Vater machen. Irgendwann müssen wir das wahrscheinlich, aber so vom Optischen passen die ja nicht. So. Okay. Die küssen sich und hier steht Minus. Warum? 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 Bittenfreund zu sein. Oh Gott. Na, da haben wir es doch. Mal gucken, ob das jetzt geht. Also, wenn das jetzt funktioniert, haben wir zwei Freunde zugleich. Ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. So, okay. Bitten zu gehen. Tschüss. Warum nicht? So kann man das machen. So, dann kann unsere liebe Niki ja mal einen Kaffee trinken und etwas essen. Haben wir noch was hier im Kühlschrank? Ja, ein Gericht nehmen und danach wird sie gleich den nächsten einladen. So, wen hatten wir denn noch nicht? Wir könnten ja mal... Ach, ich hoffe, ihr hört das nicht. Also die Katzen, die spielen da gerade mit einer Tüte. Hier, warum müssen wir immer mit Männern eine Beziehung haben? Es ist noch gar nicht so lange her, da kam dieser Patch, dass wir auch mit Frauen zusammen sein können. Oder auch Frauen Klamotten tragen können und so weiter und so fort. Und dass auch Männer mit Männerbabys bekommen können und Frauen mit Frauen. Also, naja, warum nicht? Warum sollte man Frauen da jetzt nicht mit einbeziehen? Es wird definitiv nicht so bleiben. Wir könnten ja aber trotzdem auch mal versuchen, mit einer Frau ein Baby zu machen. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Die werde ich auf jeden Fall mal testen und mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir auch mal mit einer Frau ein Baby haben. Ich glaube, das wird cool. Ja, klar. Ach, das wird cool. So. Ja, du hast dich jetzt gerade hier wieder voll aus der Affäre gezogen, indem du ins Bett gegangen bist. Ich wollte dich nämlich gerade hier das Puppenhaus reparieren lassen. Ha, ja, zu spät. Er schläft. Jack, wo bist denn du? Ah, du tobst hier noch draußen rum. Du kannst ja noch mal hier in den Mülleimer springen und nach weggeworfenem Spielzeug suchen. Mal gucken, ob wir da was Cooles finden. So, los, komm. Schieb dich rein in den Mülleimer. Zack. Und weg ist er. Mal schauen, ob wir hier zu einem interessanten Fund kommen. Meistens sind es ja diese Void-Karten. Genau, Void-Kreaturen Booster-Pack. Gina Kreitz wird gleich da sein. Da ist sie schon, die Gina. Ist sie schwanger? Die sieht ein bisschen schwanger aus, die Gina. So, Romantik. Und sie werden wir auch gleich mal richtig kokett begrüßen hier. Okay, Niki ist energiegeladen. Sicher, weil sie den Kaffee getrunken hat. Also, wenn das funktioniert, haben wir drei Sims an einem Tag geküsst. Das ist schon mal eine Leistung. Also wir schauen jetzt mal, dass wir sie noch als Freundin gewinnen. Und im nächsten Part werden wir dann hoffentlich dieses Bestreben abschließen. Und danach machen wir uns an die Verabredung, genau. So, wo bist denn du? Sie ist noch, alles klar. Und die Gina wartet schon sehnsüchtig, dass Niki fertig wird mit dem Essen. Die will schon geküsst werden von uns. Niki, lass es einfach stehen. Dankeschön. So, mal gucken, ob wir uns direkt hier an... Vor allem bin ich mal gespannt, was das eventuell für eine Konsequenzen haben könnte, wenn das auffliegt, wenn wir mehrere Freunde haben. Los, komm, wir fragen sie mal, ob sie Single ist. Gina kennenlernen. Wo wollt ihr denn hin? Bleibt doch mal hier. Das könnt ihr auch hier drinnen machen. Hallo?
Was macht ihr? Oh, ja, ihr könnt doch noch weiter weglaufen. So. Eine energiegeladene SMS verschicken. Können wir auch mal nebenbei machen, und zwar an Sam. So, wir schauen mal, wie das Ganze jetzt hier endet. Ob wir sie rumbekommen, unsere Freundin zu sein. Und ob das überhaupt jetzt geht. Hände küssen. Und einen Kuss hauchen. Und ach, los, komm. Geht doch mal in die Vollen hier. Mehr. Techtelmächte. Okay. Süßholz raspeln. So. Kommt schon, beeilt euch mal. Das dauert sonst zu lange für heute. So, was haben wir denn jetzt hier noch zur Auswahl? Bitten, Freundin zu sein. Jawohl. Und? Jawohl, sie sind Freunde geworden. Und damit machen wir für heute erstmal Cut. Und morgen schauen wir mal, dass wir, wie gesagt, das Bestreben fertig bekommen. Weil wenn wir das geschafft haben, dann können wir uns, glaube ich, auch fast dieses, ja, Merkmal leisten. Und dann haben wir da hier nicht mehr so einen Druck dahinter. So, ihr Lieben, also dann, wenn euch das gefallen hat, schaut morgen wieder rein, drückt einen Daumen nach oben oder lasst einen Kommi da. Wie gesagt, ihr könnt kommentieren, welchen Namen soll das Baby bekommen. So, und damit bis morgen. Tschüss.